Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video möchte ich mit euch mal das Thema angehen, wie man Reiseziele finden kann. Das hier ist also ein Video mit Tipps zur Reiseplanung. Aber vielleicht erstmal vorweg. Normalerweise stehen auf meinem Kanal ja große Reisedokumentarfilme im Fokus. Aber es gibt auch sehr viele Randthemen, was das Reisen betrifft. Wenn ihr also Bock auf Reisen habt, seid ihr hier genau richtig und abonniert gern meinen Kanal. Vergesst auch nicht, diese kleine Glocke mit anzuklicken, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder einen neuen Reisedokumentarfilm oder wie in diesem Video hier Tipps auf meinen Kanal hochlade. Wichtig ist mir an dieser Stelle auch darauf hinzuweisen, dass es sich in diesem Video um eine subjektive Herangehensweise handelt. Und damit würde ich sagen, ja, steigen wir doch gleich mal ein. Bevor man auf eine Reise aufbricht, stellt sich doch zunächst erst einmal die Frage, was für eine Art von Reise soll es denn eigentlich sein? Also für mich lässt sich das immer relativ schnell beantworten, denn ich bin, glaube ich, kein Typ, der lange Zeit an einem Ort verweilen möchte. Der klassische Hotel- und Strandurlaub fällt für mich daher meist schon aus. Ich glaube, ich fände es auch viel zu schade, mich nur an einem Ort aufzuhalten. Ich hätte wohl ständig das Gefühl, dass ich irgendetwas verpassen würde. Außerdem, und das wisst ihr hoffentlich besser als ich, soll ja am Ende einer Reise hier auf diesem Kanal auch noch ein schöner Film bei rauskommen. Aktuell verfolge ich auch noch den Weg, möglichst immer einen Film über eine, ich sage mal, politische Entität, also ein Land zu machen. Jedes neue Video soll also vornehmlich einem Land gewidmet sein. Für mich steht dabei also immer eine zentrale Frage im Raum. Welche Ziele muss ich denn mindestens ansteuern, um mindestens behaupten zu können, das Land gesehen zu haben? Ihr merkt schon, das ist eine gewagte Frage. Ich werde nämlich gelegentlich angeschrieben von euch, dass ich doch so viele Sachen ausgelassen hätte. Sagen wir mal so, nicht alles, was mich interessiert, interessiert andere und manches, was andere interessiert, interessiert mich dann wahrscheinlich auch wieder nicht. Also ich wähle meine Ziele immer meist danach aus, was grafisch einfach gut aussieht, was also ja gutes Video- und Fotomaterial abwerfen kann. Ich gebe aber auch immer zu bedenken, dass alle meine Reisen bisher ja Erstlingsreisen waren. Jedes einzelne Land könnte noch massiv vertieft werden. Und wenn mir das überhaupt nur in Ansätzen in ein paar Ländern gelungen ist, dann noch am ehesten in den USA, Kanada und Australien. Alles Länder, die ich schon mehrfach besucht habe. Und ich glaube, es gibt immer noch so viel, was ich noch nicht kenne. Und dann gibt es aber auch noch andere Effekte, zum Beispiel, dass vor Ort mal etwas nicht geklappt hat und folglich natürlich auch nicht in meinem Film enthalten ist. Die tolle Rakotzbrücke in Deutschland zum Beispiel. Ja, die habe ich bei meinem Deutschlandfilm erst gar nicht reingenommen, auch wenn ich vor Ort war, weil sie nämlich vollends in einer Baustelle eingehüllt war. In Singapur erinnere ich mich, dass ich auch glatt zwei Ziele vergessen habe. Ich glaube, es lag einfach an der schlicht tropischen Schwüle, da war ich vor Ort wahrscheinlich dessen auch nicht so ganz in Form. Was aber viel wichtiger ist, wie finde ich denn jetzt nur eigentlich meine Reiseziele und lege diese fest? Es gibt da wohl zunächst erst einmal den klassischen Weg. Man geht in eine Buchhandlung und kauft sich einen Reiseführer in gedruckter Buchform. So haben das in den 90er Jahren gern auch meine Eltern gehandhabt. Bis Ende der 2010er Jahre habe ich das auch noch, ja, gerne selber gemacht und auf den Reiseführer in Buchform zurückgegriffen. Aber meiner Meinung nach haben Bücher so einen für mich kleinen Nachteil. Man gibt dafür Geld aus, nutzt sie im Idealfall für wenigstens eine Reise und danach stehen sie als totes Kapital im Schrank herum. Bitte versteht mich nicht falsch oder gar als geizig, aber mittel- und langfristig empfinde ich persönlich das als nicht so optimal, auch vor dem Hintergrund, dass ich mir meine Bude nicht so vollstellen mag. Dennoch stehen gerade Reiseführer in gedruckter Form bei vielen Leuten natürlich immer noch hoch im Kurs. Es gibt ja auch so ein paar Vorteile. Man kann sie ohne Strom lesen, also vielleicht eben einfach nur mit passender Beleuchtung und praktisch überall hin mitnehmen. Aber ich habe da eben so meine eigenen Ansichten. Den tatsächlich meistgenutzten Weg, um Reiseziele zu finden, ist für mich die klassische Internetsuchmaschine. Nicht mal gewisse Reiseblogs und dergleichen, sondern einfach durch die Eingabe zweier magischer Worte, nämlich Land und Sehenswürdigkeiten. Das reicht meist schon vollkommen aus. In der Folge lese ich mich dann da so durch und schaue mir auch einfach viele Bilder an, die man im Web so findet. Dann nehme ich mir eine leere Textdatei und schreibe mir stichpunktartig alles auf, was mir so gefällt. Vor allem auch solche Punkte, die wir als Europäer mit den einzelnen Zielen assoziieren. Bedenkt, ich will ja ansatzweise behaupten können, wenigstens ein Land gesehen zu haben.
Ja, nach einiger Zeit füllt sich dann meine Textdatei so langsam mit Anlaufpunkten und in der Folge gilt es dann, diese zusammenzufassen und zu sortieren. Man könnte bei diesem Schritt auch schon fast behaupten, dass sich da eine Art von Reiseroute bereits herauskristallisieren könnte. Diese fiktive Route muss man dann natürlich aber noch nach Verfügbarkeit von Transportmöglichkeiten, Übernachtungsmöglichkeiten und so weiter abgleichen. Wie das genau abläuft, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Ich lege dazu meine sogenannte Reiseplanungstabelle an und das Video dazu habe ich euch hier oben auch noch einmal verlinkt. Mit zum Beispiel Instagram wären wir dann jetzt auch mal in der Neuzeit angekommen. Selbstredend sind besondere Fotos eine gute Quelle zur Inspiration. Die Anzahl an Accounts mit tollen Fotos, die uns förmlich Fernweh aufdrücken wollen, ist kaum in Zahlen zu beschreiben. Jeder hat da sicherlich so seine eigenen Lieblinge. Da dieses Video hier ein redaktioneller Beitrag und keine Werbung sein soll, sehe ich jedoch glatt mal davon ab, euch spezielle Accounts vorzustellen. Das heißt, vielleicht meinen eigenen, das ginge vielleicht noch an der Stelle. Ich wollte aber eben diesen Weg auf jeden Fall nicht vergessen wissen. Denn gerade mit dem Fokus auf Foto werden wir perfekt inspiriert, gewisse Orte uns einmal selbst anzusehen. Obgleich Kanäle mit großer Reichweite haben diese meist auch nur deshalb, weil sie eben bearbeitetes und inszeniertes Bildmaterial verwenden. Lasst euch vielleicht nicht allzu sehr von der Scheinwelt bearbeiteter Fotos mit Filtern verblenden, sondern versucht irgendwie die Orte unter einem gewissen realistischen Blick zu verstehen. Ja, und was in den vergangenen Jahren ja auch noch zusehends so aufgetreten ist, ist der Effekt, dass manche Orte ja durch soziale Netzwerke überhaupt erst bekannt geworden sind und in der Folge davon überlaufen waren oder sind. Wenn also ein User ein tolles Bild von einem einzigartigen Ort gepostet hat, aber nicht genau angibt, wo er das Bild gemacht hat, dann hat er der dortigen Natur oder den in der Nähe lebenden Menschen wohl auch einen gewissen guten Dienst erwiesen. Was ich euch aber auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, sucht euch auch Accounts, die speziell Fotos zu einem Thema veröffentlichen. Da gibt es echt tolle, die sich zum Beispiel speziell auf Städte, Länder oder weitere Themen spezialisiert haben. Wenn wir schon bei sozialen Medien sind, YouTube ist auch immer ein guter Quell für die eigene Inspiration. In der Vorbereitungsphase meiner Peru-Reise hatte ich mir zum Beispiel unzählige Videos von anderen Leuten angesehen. Man bekommt dadurch auch eine gewisse dreidimensionale Vorstellung, wie es an den gewissen Orten eben auch so aussieht und wie man überhaupt dorthin kommt. Auch hier will ich mal keine Accounts nennen. Gebt einfach euer Zielland in die Suchfunktion ein, macht euch einen chilligen Abend, Blatt Papier und Stift dazu und versucht euch ja so viel Inspiration wie ja nur möglich für eure eigene Reise aus den Videos herauszuziehen. Neben der Möglichkeit, digitale Inhalte für die Reiserecherche heranzuziehen, vergesst euren eigenen Freundeskreis nicht. War jemand schon einmal in den USA oder vielleicht sogar auch in Taiwan? Ich erinnere mich an nette Abende bei einem guten Bekannten, der mir seine ganzen Dubai-Fotos gezeigt hat. Bis zur Aufzeichnung dieses Videos kenne ich zwar nur den dortigen Flughafen, habe aber durchaus schon einen kleinen Einblick bekommen, was man sich dort so alles ansehen sollte. Tauscht euch also aus, gebt euch Tipps und lasst vielleicht auch den ein oder anderen Tipp in eure eigene Planung mit einfließen. Nicht vergessen will ich noch einen letzten Punkt, die Planlosigkeit. Und ja, das ist durchaus ernst gemeint. Besonders für Leute, die sehr viel Zeit haben, das trifft auf mich als Angestellter leider nicht ganz so recht zu, ist es bestimmt auch spannend, sich in einem Land einfach ein wenig treiben zu lassen. Man kommt vielleicht mit Einheimischen in den Kontakt und die empfehlen einem dann vielleicht sogar schöne Orte. Auch ich habe vor Ort schon Zufallsfunde gemacht. In Namibia erinnere ich mich zum Beispiel in der Lodge in Klein aus Vista an ein Buch, was da so auf dem Tisch herumlag, was den Eingang der Geisterschlucht in der Nähe empfahl. Dort findet man einen alten Hudson, also ein altes historisches Kfz-Fahrzeug. Ja, sehr oft hat man aber auch die Möglichkeit, mal an der Hotelrezeption zu fragen, was man sich noch in der Nähe so anschauen sollte. Also ich würde empfehlen, packt euch euren eigenen Zeitplan nicht ganz so voll, damit ihr vor Ort auch immer die Möglichkeit habt, noch den ein oder anderen Leckerbissen im Zeitplan zu integrieren. Das waren mal so ein paar Aspekte, wie ich meine Ziele für eine anstehende Reise so festlege. Zugegebenermaßen ein eher kürzeres Video, aber ich glaube, hier lag der Fokus auch mehr auf dem Gedankenaustausch. Aber ich hoffe, es war dennoch etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Was bleibt, ist die Frage, was ist denn eure Herangehensweise bei der Planung?
Wie legt ihr eure Reiseziele fest? Vielleicht habe ich auch etwas vergessen? Schreibt es doch gern unten in die Kommentare. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich aber euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst natürlich auch nicht, diese kleine Glocke mit anzuklicken, damit ihr nicht verpasst, wenn ich mal wieder ein neues Video auf meinen Kanal hochgeladen habe. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.